Verehrte Damen und Herren, ich fühle mich geehrt, heute mit Ihnen hier in Mönchengladbach einen wahrhaften, einen unerschrockenen Botschafter des Friedens begrüßen zu dürfen, seine Heiligkeit, den 14. Dalai Lama. Seit Wochen beherrscht der tibetisch-chinesische Konflikt die Schlagzeilen. Die Nachrichten und die Bilder aus Tibet sind besorgniserregend. Die Berichte von Toten, von Verletzten und Verhafteten Zeugen von einer dramatischen Lage. Gewalt, und ich glaube, da sind wir uns hier in diesem Raum alle einig, Gewalt darf kein Mittel sein, um Konflikten zu begegnen. Darauf hat gerade seine Heiligkeit immer wieder hingewiesen. Wir verurteilen mit ihm jegliche Gewaltexzesse, egal von welcher Seite sie ausgehen. Dalai Lama sind die Menschenrechte. Er ist geradezu ein Symbol für ihre Wahrung geworden. Sein Eintreten für die gewaltfreie Lösung dieses Konfliktes ist vorbildlich und stilbildend. Dass es seiner Heiligkeit immer um den Frieden und um die Menschen geht, hat er gerade wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sein Einsatz für schnelle und unbürokratische Hilfe für die Opfer des Erdbebens und sein Lob für die chinesische Regierung statt sind ein Ausweis seiner humanitären Gesinnung und ein Signal der Versöhnung. Ich hoffe, dass dieses Signal aufgegriffen wird. Unsere Anteilnahme, unser aller Anteilnahme und Solidarität gilt Tibet und den Tibetern, aber auch den Opfern des Erdbebens in unserer Provinz, Partnerprovinz Sichuan. Es freut uns, dass die chinesische Regierung wieder zu Gesprächen mit den Vertretern des Dalai Lama zusammentritt. Denn nur im Dialog lassen sich für alle Seiten tragfähige Lösungen erreichen. Deutschland setzt sich für diesen Dialog ein. Und dieser Einsatz für einen erfolgreichen Dialog, den sollte man nicht parteipolitisch instrumentalisieren. Seine Heiligkeit ist heute zu Besuch in Nordrhein-Westfalen. Seine Besuche hier sind eine gute Tradition. Lassen Sie mich darum an den früheren Ministerpräsidenten unseres Landes und Bundespräsidenten Johannes Rau erinnern. Er hat bei seinem Staatsbesuch im September 2003 offen betont, dass Rechtsstaat und Menschenrechte unmittelbar miteinander verbunden seien. Er hat an den chinesischen Philosophen Konfuzius erinnert, der eine staatliche Ordnung gelehrt hat, die von Achtung der Menschen vor anderen Menschen geprägt ist. In einem persönlichen Gespräch mit dem damaligen chinesischen Staatspräsidenten hat Johannes Rau Menschenrechtsverletzungen gegen Einzelpersonen und Gruppen in China angesprochen und neue Umgangsformen mit dem Dalai Lama verlangt. Das zeigt, der Einsatz für Menschenrechte und für religiöse Freiheit hat eine gute Tradition in Nordrhein-Westfalen. Dieser Tradition bleiben die Menschen in diesem Land treu. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt auf seine Heiligkeit, den 14. Dalai Lama. Schön, dass Sie hier bei uns in Mönchengladbach sind.